Ja, wer mit seiner Version 1.0 zu lange zögert, ja, wer damit wer sich für seine Version 1.0 bei Managed Services nicht schämt, der hat zu lange gezögert. Wie viele von euch sind mit der Umsetzungsgeschwindigkeit ihrer Managed Services nicht zufrieden? Okay, Armheben klappt nochmal noch. Und wie viele von euch haben das erlebt, dass Mitbewerber, die gar nicht so gut sind wie ihr, trotzdem den Auftrag beim Kunden gewonnen haben? Ja, okay auch. So, und wie viele von euch wünschen sich jetzt meine 7 Punkte von der magischen Checkliste, um genau diese Probleme wegzubekommen? Hervorragend, das schaffen wir auch bis pünktlich um 17 Uhr. Vielen Dank, dass ihr noch so lange ausgehalten habt. Diejenigen unter euch, die wissen wollen, was habe ich davon, wenn ich jetzt mal 45 Minuten mir meines wertvollen Feierabends wegnehmen lasse. Ich sage euch, diese 7 Checklistenpunkte werden euch garantiert weiterbringen bei eurem Geschäftserfolg bezogen auf das Thema Managed Services. Ihr werdet sehen, dass das Ganze auch eine Menge Spaß machen kann. Wir werden das Ganze ganz locker und ganz lockig machen mit einigen lustigen und auch schmerzhaften Anekdoten. Das ist, was im normalen Systemhausgeschäft passiert. Und diejenigen unter euch, die es ganz genau wissen wollen, die nochmal Checklisten haben wollen, Vorlagen haben wollen, einfach nochmal die präzise Variante, auch für die habe ich nachher einen Tipp, wie ihr an die genauen Checklisten kommen könnt. Das Wichtigste aber, ihr werdet sehen, wir in einer großen Gemeinschaft von Systemhauskollegen haben eigentlich alle die gleichen Probleme, aber auch alle die gleichen Chancen, wenn es darum geht, mit unserem Team in Sachen Managed Services so richtig durchzustarten. Wer bin ich und warum erzähle ich euch das? Mein Name ist Mark Bergmann, ich bin 42 Jahre, komme aus Uelzen und ich bin seit knapp 25 Jahren mit meinem Systemhaus Exabyter selbstständig. Wir sind ein sehr breit aufgestelltes IT-Systemhaus unterwegs unter dem Motto, wir kümmern uns um Ihre IT, damit Sie sich auf Ihr Unternehmen konzentrieren können. Wir haben also IT-Infrastruktur, Telefonanlagen, Druckerkopierer, alles das, was man so für seine Kunden dann braucht. Und ja, seit 2012 bin ich nun schon aktiv als Seminardozent. Das ist von meinem Hobby zu meiner großen Leidenschaft geworden. Zusammen mit der Synaxon-Akademie schon ganz, ganz viele Seminare gemacht, über 2000 Seminarteilnehmer bis heute gehabt. Insofern sage ich immer, ich kenne das Systemhausgeschäft von Flensburg bis zum Bodensee plus Österreich plus Schweiz. Haben wir noch Österreich und Schweiz hier? Na, hervorragend. Martin ist immer dabei, ist immer drauf Verlass. Und 2013 habe ich dann nochmal zusätzlich mit meinem Partner, dem Florian Teig, ein Softwareunternehmen ausgegründet daraus, die Firma Visoma. Wir machen Ticketsysteme für IT-Systemhäuser. Wir machen Kommunikationsplattformen auf Basis von Bittrex 24. Das ist sowas wie Teams, bloß nochmal ein paar Jahre weiterentwickelt. Und wir machen individuelle Softwareentwicklung für Geschäftskunden. Und mittlerweile sind wir in 3 Unternehmen mit 51 Mitarbeitern unterwegs. So, und Bilder sagen mal mehr als Worte. Man hat ja heute schon so viele Sachen gesehen. Friedrich, ich fand das bei dir besonders schön, als du dann den Rechen gezeigt hast und die Sicheln und den Mähdrescher. Das ist mein persönliches Mähdrescher-Bild. Da war ich als Einzelkämpfer unterwegs und dieses Bild sagt für mich immer aus, Brillenmode kommt wieder, Hemdenmode nicht. Und deshalb ging die Firma dann immer so weiter und weiter. Ich habe dann mit diesem Team so die ersten Server bei unseren Kunden eingerichtet und ich bin heute noch dankbar für die Kunden, die uns auf diese Art und Weise in ihre Serverräume reingelassen haben. Ich würde es wahrscheinlich heute selber nicht mehr tun. Und die Firma entwickelte sich immer weiter und weiter und das, was jetzt so kommt, das sind so Fotos, die im Abschnitt von etwa einem Jahr geschehen sind. Denn wir sind in einem Zeitraum von 13 auf über 40 Mitarbeiter gewachsen und das in nur 2,5 Jahren. Auf dem Foto seht ihr schon die Firma Visoma, das sind die im schwarzen Hemd, die im blauen Hemd ist die Firma Exabyters. Und das ging dann immer so nach und nach weiter und Stand heute, wie gesagt, sind wir bei 51 Mitarbeitern. Punkt. Rede ich zu schnell oder zu wirr? Das werfen mir meine Mitarbeiter regelmäßig vor. Nein. Die sagen auch immer, ich bin immer wie so ein Hörbuch auf Audible, mal Geschwindigkeit 1,5. Aber das brauchen wir auch um 16.20 Uhr, damit die Sache nochmal richtig durchstartet. Warum überhaupt Managed Services? Ich kam mal von so einer Partnerkonferenz von einem großen Distributor und da habe ich so viele tolle Prospekte mitgenommen von Managed Services. Und ich kam damit in die Firma rein, ging zu meinen Mitarbeitern hin und habe denen so diese Prospekte auf den Tisch raufgelegt, habe gesagt, das machen wir jetzt. Dieses Managed Service finde ich total super. Du machst das jetzt. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich nur lange genug warten und dann kommt was Fertiges bei raus. Kennt ihr das? Wie gut funktioniert das wohl? Ja, klares gar nicht. Also nach 3 Wochen immer noch nichts los gewesen. Und wir haben also sehr, sehr lange gebraucht, bis wir mit Managed Service überhaupt durchgestartet sind. Und auch wenn ich euch heute ein paar Erfolgsgeschichten erzähle, ich sage immer, das Best of meiner Misserfolge in Sachen Managed Service ist wenigstens 500.000 Euro Fehler.
Das versuche ich jetzt mal eben auf 40 Minuten einzudampfen. Wir sind also schon bis zu einer Größe von 45 Mitarbeitern gewachsen gewesen. Im Jahr 2012 hatten das beste Geschäftsjahr aller Zeiten hingelegt. Und wie hoch war wohl unsere Vertragsquote in Sachen IT-Service und Wartungsverträge? Null. Fast null. Wir haben ein paar Drucker-Kopierer-Wartungsverträge gehabt, aber noch keine Service- und Wartungsverträge. Und das führte dazu, dass ein paar Sachen schiefgelaufen waren. Und nachdem wir erst das beste Geschäftsjahr aller Zeiten hatten, kam danach direkt das schlechteste Geschäftsjahr aller Zeiten. Also einmal den gesamten Haufen nochmal angeschmissen, die gesamte Firma nochmal in Fahrt gebracht und gesagt, jetzt brauchen wir im Haruk-Verfahren Service- und Wartungsverträge. Wir haben gesagt, wir fangen jetzt mal gleich mit Flatrates an. Vorher gar keine Verträge, dann direkt auf Flatrates. Und da haben wir gesagt, das Beste, womit man starten kann, sind doch die zufriedenen Stammkunden, mit denen man schon durch dick und dünn gegangen ist und mit denen man schon viele tolle Projekte hochgezogen hat. Unsere IT-Flatrates gab es dann entweder nur als Service oder mit Hard- und Software zusammen, also das, was heute Workplace as a Service heißt. Wir haben also ganz gezielt die langjährigen Stammkunden angesprochen. Wie groß war wohl unsere Erfolgsquote mit diesem Modell? Gering, die waren jetzt unter 5%. Hat also auch wieder nicht geklappt. Ja? Weil wir gesagt haben, direkter voller Einstieg und dann noch bei den Stammkunden. Und alles, was wir bisher gehört haben, waren so eine Sätze wie, Sie sind doch früher auch so gekommen. Und wir rufen sie an, wenn etwas kaputt geht und ich möchte gar keine monatlichen Kosten haben und da machen wir uns ja von ihnen abhängig. Wer von euch kennt solche Sprüche, wenn er beim Kunden zum allerersten Mal mit Service- und Wartungsverträgen reinkommt? Alle. Habe ich gedacht, geht uns das alleine so? Und dann habe ich mir eine Statistik angeschaut und die ist jetzt gerade nochmal ganz neu gekommen von der Acmeo, die jedes Jahr ihre Partner fragt, ihre Managed Service Partner und die wurden befragt, welche Bedenken äußern wohl eure Kunden rund um das Thema Managed Services? Und diese Umfrage gab es 2014, 2017, 2019. Die meisten Kunden haben Angst vor deutlich steigenden Kosten wegen des Themas Managed Services. Und das wird sogar von 2014 auf 2017 auf 2019 immer weiter steigend. Das zweite ist nochmal das Thema Angst vor Datenschutz, wobei damit wohl eher das Thema Datensicherheit gemeint ist. Ihr seht aber, das ist auf dem rückläufigen Ast. Kosten ist das große Thema. So, was haben wir uns also Neues überlegt? Das Thema Salamitaktik war das Neue. Und wir haben den Kunden erstmal so nach und nach an regelmäßige Kosten gewöhnt. Indem wir nämlich gesagt haben, kleine Einstiegsdroge, erstmal nur Monitoring. Monitoring vom PC-Arbeitsplatz für 3 Euro, Monitoring von einem Server für 15 Euro. Ganz kleine Nummer. Keine weiteren Servicepakete mehr drin, sondern einfach nur so so ein Goodie, was man für kleines Geld irgendwo mitgibt. Und damit haben wir die Kunden angefeuert. Denn es war so, dass wir den Kunden erstmal an eine kleine regelmäßige Investition monatlich gewöhnt haben. Und darüber hinaus, tue Gutes und sprich darüber. Nur die kommunizierte Leistung zählt. Denn wir haben dem Kunden erst einmal gezeigt, wie viele IT-Probleme wir jetzt jeden Monat bei ihm behoben haben. Das kann man mit SolarWinds so schön darstellen, kann man immer so einen Report rausziehen und den rausschicken zu den Kunden. Und darüber hinaus konnten wir ihm auch zeigen, dass er an vielen Stellen Kosten vermieden hat, weil es nämlich zu keinen richtigen Ausfällen kam. Und erst dann, nachdem diese ersten Vertragsmodelle gut funktioniert haben, haben wir Schritt für Schritt dann die Betriebsverantwortung für die IT unserer Kunden übernommen. Und das ging dann so Schritt für Schritt weiter. Es zeigte sich also, dass das Monitoring der Einstiegsweg war, der am besten funktioniert hat. Und neben dem Monitoring kam dann als Extrastufe das Patch-Management obendrauf. Patch-Management kostet also schon extra auf das Monitoring oben mit drauf. Und dann hat der Kunde ja noch ganz viel neuen Bedarf, der mit dazukommt. Denn wir haben nachher das Thema Monitoring als Auftragsgenerierungsmaschine verstanden. Die Maschine hat uns doch selber neue Aufträge gebracht. Und damit wir die bedienen können, haben wir dem Kunden gesagt, jetzt nimm doch nochmal so ein kleines Paket Stunden mit dazu. Und das können wir dann einfach so nach und nach bei dir abarbeiten. Dann kam als weiteres noch mit hinzu, kleine Managed Services für andere Bereiche, wo wir gesagt haben, Drucker-Kopierer-Wartung machen wir. Dann kommt Managed Firewall, Managed Antivirus, Managed Backup. Alles diese Punkte, wo wir Schritt für Schritt die Betriebsverantwortung für die IT unserer Kunden übernommen haben. Und danach kamen entweder nur noch Projekte mit dazu oder der Kunde ist direkt auf eine IT-Flatrate draufgestiegen. Und aus Sicht des Kunden hat das einen riesengroßen Vorteil. Vorher hatte er überhaupt gar keine Planbarkeit für die Ausgaben seiner IT. Und mit jedem Baustein, der dazugekommen ist, ist diese Schwankungsbreite, die er haben kann, ne,
Die Schwankungsbreite der IT-Kosten wird immer geringer und geringer mit jeder Stufe, die dazukommt. Und genau das ist der Grund, warum wir eben das in Bausteinen aufgebaut haben, die alle aufeinander aufbauen, damit der Kunde irgendwann einmal bei dieser IT-Flatrate ankommt. Und so, dass wir nachher am Ende sagen können, wissen Sie was, zahlen Sie uns mir noch Betrag X pro Monat mehr und dann nehmen wir das ganze Thema als Flatrate für Sie ab. Wenn wir uns das Ganze jetzt grafisch anschauen, dann ist das der Verlauf über die Jahre von Anfang 2012, wo wir ein paar Drucker-Kopierer-Verträge hatten, das sind die grauen, bis zu dem Zeitpunkt 2019. Und ihr seht, das ganze Thema ist mit ein bisschen Auf und Ab ganz fleißig immer gestiegen. In den verschiedenen Disziplinen dazu sind also rausgekommen die Managed Services und die IT-Flatrates, darüber hinaus die Drucker-Kopierer, dann kommen noch Sachen mit dazu wie Stundenkontingente und Cloud-Hosting, Managed Antivirus, Managed Firewall und Cloud-Backup. Und wir sehen auch, dass manche Vertragsarten auch gewechselt haben. Also es ist zum Beispiel so mal gewesen, dass eine bestimmte Leistung rausgefallen ist und bei einer anderen Vertragsart reingekommen. Und das hat sich also so im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Bis dahin eigentlich ganz gut. Hinterher ist man immer schlauer und im Rückspiegel haben wir dann mal betrachtet, was war jetzt eigentlich erfolgsentscheidend, damit wir genau diese Punkte auch erreicht haben, damit das nachher auch so rasant nach vorne gehen konnte. Und ich möchte euch jetzt so meine 7 magischen Checklistenpunkte geben, die für uns nachher erfolgsentscheidend waren. Und ich verrate euch jetzt schon, das hat mit Technik nichts zu tun. Punkt 1 ist erst einmal das Thema Sales First. Und dabei möchte ich euch die Geschichte von unserem Azubi Patrick erzählen. Unser Azubi Patrick vor ungefähr 2 Jahren, kam irgendwann breit grinsend bei mir ins Büro rein, baute sich mit seinen 1,69 Meter Gardemaß vor mir auf und knallte mir einen Stapel Papier auf den Tisch und kam aus dem Grinsen nicht mehr raus. Was da passiert? Azubi Patrick war zusammen mit seinem Seniortechniker draußen beim Kunden und hat unsere Managed Services, die wir von sogenannten Lösungsflyern, also diesen One-Pagern, von denen Christian Kort auch schon gesprochen hat und von denen ihr auch heute schon im IT-Service-Network viele, viele Sachen gesehen haben, stand beim Kunden, hat dem Kunden die richtigen Qualifizierungsfragen gestellt und hat diese Dinger direkt beim Kunden draußen verkauft. Und er kam mit 5 unterschriebenen kleinen Service- und Wartungsverträgen wieder zurück. Und er hat deshalb so breit gegrinst, weil bei uns die Regel gilt, eine Monatsrate bekommt der Mitarbeiter als Bonus gleich kostenlos mit dazu. Ja, das heißt, er hat also sein Azubi-Gehalt in dem Monat fast verdoppelt. Ja, das hat also sehr gut funktioniert. Besonders schön war, er war ja draußen mit seinem Seniortechniker. Und unsere Seniortechniker sind die sogenannten Agabus, ne? Die also sich so zurücklehnen und sagen, alles ganz anders bei uns. Und vor allen Dingen sagen Seniortechniker nämlich eins, verkaufen, bäh, ne? Ist ja was Unehrenhaftes. Dafür gibt es ja Vertriebler. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid so ein Seniortechniker, macht den Job schon seit fast 20 Jahren und dann kommt so ein Azubi-Steppke daneben, kommt grinsend wieder raus und sagt, ich habe deinem Kunden gerade Managed Services verkauft. Woran wir gesehen haben, Sales First, der Verkauf ist dabei also ein ganz, ganz wichtiges Element, was auf jeden Fall abgedeckt sein muss. Und jetzt kommt das Thema Sales First. Einige von diesen Leistungen, die er verkauft hatte, die gab es bei uns nur auf dem Papier. Das heißt, verkaufen konnten wir sie schon. Jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, was machen wir da eigentlich ganz genau. Ja? Das ist also Sales First, also amerikanischer Ansatz. Erst verkaufen und dann wird uns schon was Schönes einfallen. Und deshalb haben wir uns überlegt, wenn wir jetzt neue Managed Services konzipieren, dann gilt bei uns der Leitsatz Start with Why. Beginne mit dem Warum, indem wir es erstmal so machen, wie es die Firma Amazon macht. Da wird es nämlich so gemacht, bei jeder neuen Leistung, die sich einfallen lassen, gibt es erst einmal eine Pressemitteilung, was wird der neue Dienst denn können. Als sie sich dieses Amazon Alexa überlegt haben, war es eben auch so, da gab es schon eine Pressemitteilung hausintern, was wird dieser neue Dienst können, bevor die überhaupt sich nur das erste Mal rangesetzt haben und irgendwas entwickelt oder programmiert haben. Also Sales First, sich erst einmal zu überlegen, was hat mein Kunde für einen Nutzen und wie verkaufe ich das Ganze. Und wenn du die Lösung dann verkauft hast, dann kommt er nämlich endlich, dann kommt der Druck. Wenn ihr die Lösung zuerst verkauft hättet und sagt ihr, jetzt wäre es ja schön, wenn wir dem Kunden auch noch was liefern können. Und dann habt ihr auf einmal auch die Energie, diese Managed Services auch fertigzustellen. Klingt komisch, mag der Deutsche nicht so gerne, ist aber ein funktionierendes Modell. Und dann ist es so, dass wir uns überlegt haben, wie können wir dieses Modell denn immer und immer und immer wieder durchführen. Also haben wir vor einigen Jahren begonnen, uns eine Baukastenmethode aufzubauen, mit der wir nach und nach immer wieder diese Managed Services aufbauen können. Und diese besteht nachher aus 6 Bausteinen, nämlich zum einen erstmal die Konzeption. Wir überlegen uns also erstmal das Warum, was hat mein Kunde eigentlich davon, diesen Managed Service einzusetzen.
Wie viele Vorträge haben wir heute gehört, wo es darum ging, ja, mein Tool kann dies und mein Tool kann das, aber haben wir uns wirklich mal von der Seite genähert, was hat mein Kunde eigentlich davon? Schritt 2 ist das Thema Kalkulation, denn mit dem ERP-System, das, was ihr bisher habt, könnt ihr keine Managed Services kalkulieren. Es gibt keine ERP-Systeme, die Managed Services kalkulieren können. Ich erzähle auch gleich genau warum. Dann geht es darum, die Dienste einzuführen, also ein Pionierteam zu finden, was diese neuen Dienste beim Kunden überhaupt erst einmal ausprobiert, die Prozesse dokumentiert und überhaupt erst einmal eine erste Alpha- und Beta-Version auf die Beine stellt. Und wenn es die dann gibt und wenn wir die dann eingeführt haben, dann geht es um das Thema Betrieb, wie wir also diesen Kundendienst optimal betreiben können mit möglichst wenig Zeitaufwand und möglichst viel Ertrag. Ja, ich sage ja immer, der ideale Mitarbeiter im Bereich Managed Service ist eine Kombination aus hochintelligent und stinkefaul. Weil nämlich solche Mitarbeiter im Managed Service Bereich sich immer überlegen, wie kann ich mich eigentlich als nächstes abschaffen. Dann kommen wir auf das Thema Vertrieb, wie verkaufen wir das Ganze möglichst einfach. Und als letztes das Thema Motivation, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit auf die Reise, wie bringe ich die dazu, dass sie dieses ganze Thema angehen, obwohl sie das ja eigentlich gar nicht wollen. Wie ist das Thema bei euch? Kurzes Handzeichen. Bei wem von euch ist es so, dass die meisten Mitarbeiter sagen, hurra, wir freuen uns darauf, dass es endlich mit Managed Service so richtig losgeht? Einmal ein Handzeichen bitte. Super. Einer. Grüße an Julian Holze. Schön, dass es so ist. Also haben wir uns überlegt, wenn wir die Firma McDonald's wären und wir würden Burger bauen wollen, dann brauchen wir eine Burger-Bauanleitung, sodass nachher notfalls auch ein dressierter Affe einen Burger zusammenbauen kann. Also haben wir uns eine Baukastenmethode gebaut. Jeder unserer Managed Services hat jetzt so ein Baukastendokument, wo es genau darum geht, wie wird es kalkuliert, was hat der Kunde für Nutzen, wie sieht die Einführung aus, wie geht der laufende Betrieb, was passiert von dem unterschriebenen Zettel bis zu dem Dienst, wo er beim Kunden läuft. Darüber hinaus das Thema Kalkulation, was wir dann mit Excel abgebildet haben, wo wir alle Bausteine reinschmeißen, wie einmalige Hardware und Software. Dann das Thema Dienstleistung für die einmalige Einrichtung. Das kriegt ihr noch mit eurem ERP-System abgebildet. Aber daneben gibt es auch noch so Themen wie laufendes Material, was ihr braucht. Monitoring-Lizenzen, dann noch Care-Packs, Lizenzverlängerung und auch laufende Dienstleistung für den laufenden Betrieb. Und das alles mit völlig unterschiedlichen Abrechnungszeiträumen. Also drücke ich aber nach diesem Ausfüllen des Kalkulators auf Knopf und am Ende schmeißt mir das Ding raus, Pay-Per-User, Pay-Per-Month, in diesem Beispiel unsere Managed Firewall. Ich habe also alle Elemente von der Managed Firewall reingeworfen und ich sehe, was müsste ich eigentlich für dieses Ding pro Monat, pro Mitarbeiter bei meinen Kunden abrechnen. In diesem Falle 142 Euro für eine Firewall für 10 Mitarbeiter pro Monat. Deshalb Sales first, ganz wichtiger Punkt, erst verkaufen und dann das ganze Ding rückwärts zusammenbauen. Punkt 1. Wenn Fragen oder Proteste sind, bitte einfach direkt reingrätschen. Zweitens, und jetzt wird es wehtun, Perfektionismus ist gefährlich. Und das trifft das Technikerherz bis ins Mark, oder? Perfektionismus ist brandgefährlich. Es ist viel wichtiger. Es ist wichtig, schnell zu starten und es ist aber genauso wichtig, am Ende loszulassen. Und dazu gibt es eine Geschichte von Pierre Bonnard. Pierre Bonnard ist ein Künstler, der im Postimpressionismus Bilder gemalt hat. Und Pierre Bonnard wurde verhaftet im Louvre. Was ist passiert? Pierre Bonnards Bilder hingen also im Louvre in diesem großen Museum in Paris. Und er ist da reinmarschiert in den Laden, hatte mit seinen Farben, seine Pinsel und hat sich auf ein Bild draufgestürzt und fing auf einmal an seinem Bild weiter rumzumalen. Die Wärter und Wächter kamen an, stürzten sich auf ihn, riefen weg und rief, halt, es ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht fertig. Und einer der Wächter hat dann gesagt, doch, es ist fertig. Denn dein Bild hängt im Louvre. Ja? Wie häufig stürzen wir uns da drauf und sind bei 99,9% und es fehlt noch dieses eine 0,1% und das lässt uns dann zögern, mit einer Sache zu starten. Warum? Warum? Was ist der Grund für das Thema Perfektionismus? Ja? Einerseits ist es die Angst vor Fehlern oder ist es die Schwierigkeit, loslassen zu können von einer Sache. Und jetzt mal ganz ernsthaft, schau doch mal selber zurück auf die letzten Jahre deines unternehmerischen Daseins. Wie oft hat dich dein Perfektionismus wirklich erfolgreich gemacht? Wer sagt, seine größten Erfolge seiner Unternehmerlaufbahn verdankt er seinem Perfektionismus? Handzeichen bitte.
Aha. So, heißt, wie viele IT-Firmen kennst du denn noch, die durch ihren Perfektionismus richtig erfolgreich geworden sind? So, also erhöht die Geschwindigkeit eurer Umsetzung. Verwende also viel weniger Zeit auf die Idee. Leg viel schneller los, komm einfach schneller ins Handeln. Und dieses oft zitierte Pareto-Prinzip heißt ja auch, wenn ich mit 20% des Aufwands 80% des Ergebnisses erreiche, dann reicht es doch, in einer Branche wie der IT, in einem Markt, der sich so schnell wandelt, schlagen die Schnellen die Langsamen. Und dann kann der schnelle Fuscher erfolgreicher sein als der langsame Perfektionist. Vergeudet also viel weniger Zeit fürs Planen, nutzt die Zeit einfach für das Handeln. Und lieber ein guter Plan, der umgesetzt wird, als ein perfekter Plan, der überhaupt nicht stattfindet. Pareto-Prinzip mit 20% des Aufwands, 80% des Ergebnisses erreichen und dann reicht es auch. Und wenn das 80% sind, dann geht mit der Sache raus. Und das haben wir uns ja nicht neu überlegt. Richard Branson hat einmal das Sprichwort geprägt, Successful people start before they feel ready. Also überhaupt erstmal zu starten, bevor ich überhaupt bereit dafür bin. Ja? Ihr kommt nicht voran, indem ihr die Regeln beachtet, sondern du lernst, indem du es versuchst und hinfällst und wieder aufstehst und wieder hinfällst und wieder aufstehst. Und nicht durch Perfektionismus. Denn während die Klugen noch diskutieren, stürmen die Dummen schon die Burg. Das ist ein Spruch, der bei uns in der Firma hängt. Ich habe das vorhin in der Pause noch gemacht für die Kinder, die noch in den 80er und 90ern Fernsehwerbung geschaut haben. Ne? Und während in Villa Riva schon gefeiert wird, wird in Villa Bajo noch... Ihr kennt es noch, ne? So, und während ihr also in Villa Riva schon feiert, wird in Villa Bajo noch geputzt. Lieber jetzt schon mal halb perfekt starten. Das heißt... Dritte Regel, lege deine Angst vor den Veränderungen ab. Ne? Und überleg doch einfach mal, wann habt ihr eure Entscheidung häufiger bereut? Habt ihr Entscheidung häufiger bereut, wenn ihr etwas getan habt? Oder habt ihr eine Entscheidung häufiger bereut, wenn ihr etwas nicht getan habt? Wie häufig kam es vor, dass ihr gesagt habt, naja, ich habe was getan und ich habe es bitterlich bereut, aber wie häufig kam es vor, dass ihr etwas nicht gemacht habt? Und wenn ihr mal einen Fehler gemacht habt, na, dann sagt doch einfach, da hat mir das Leben einfach mal eine neue Trainingseinheit geschickt. Ne? Kann ich nochmal wieder meinen Frustmuskel ein bisschen trainieren? Und diese Angst vor Veränderung, da mein erster Berührungspunkt lag im Jahr 1991, als ich mal als 14-jähriger Schüler als Aushilfe in einer Computerfirma begonnen habe. Und damals gab es noch den Büromaschinenmechaniker. Wer von euch ist so lange in IT, dass er noch Kollegen hatte, die Büromaschinenmechaniker gelernt haben? Unglaublich. Und was machen die heute? Ja, ich habe Kollegen gehabt, die haben gesagt, naja, ach Computer, wer braucht das schon? Ne, hatten die Hände in so einem Drucker drin oder in so einem Kopierer und ich will, dass alles so bleibt. Ne? Ich will das nicht mal lernen. Und wer kennt denn Kollegen von früher, die stehen geblieben sind? Und was machen die heute? Nicht mehr IT. Und das alles ist die Angst vor der Veränderung. Die Büromaschinenmechaniker sind sowas wie Raupen. Ja? Und was die Raupe das Ende der Welt nennt, nennt der Rest der Welt Schmetterling. Ja? Für die Raupe ist es das Ende der Welt und für den Rest der Leute ist es einfach ein Schmetterling. Und dabei ist die Schwierigkeit, meine Leute mitzureißen, denn jeder liebt den Fortschritt, ne? Aber niemand liebt den Wandel. Fortschritt ist toll, aber Veränderung und Veränderung bei mir in meinem Leben ist nicht gut. Und genau deshalb ist es so wichtig, sein Team souverän zu führen und auch agil zu führen. Und dieses Thema Wandel des Geschäftsmodells ist an ganz, ganz wichtigen Stellen immer ein Führungsthema. Wie nehme ich mein Team also mit auf die Reise? Und ein Leitsatz, den ich mal vor vielen Jahren gehört habe, er hat sich so oft schon bewahrheitet, zweitklassige Chefs haben drittklassige Mitarbeiter. Und erstklassige Chefs haben erstklassige Mitarbeiter, die besser sind als sie selbst. Und als Chef müsst ihr auch in der Lage sein, andere Leute vorzulassen, die in ihrem Bereich, auch mit einem leeren Akku, nee, noch kommt was, die in ihrem Bereich auch noch deutlich besser sind als ihr selber. Seid also der souveräne Anführer, der nicht sagt, ich habe jetzt Angst vor diesem Managed-Service-Thema, sondern ja, wunderbar. Diese Veränderung steht doch für alle an. Zwei Männer gehen im Wald campen.
Nachts um 1 Uhr werden sie zärtlich geweckt. Es kommt ein lautes Grunzen. Sie machen das Zelt auf und vor ihnen steht so ein richtig fieser kleiner Braunbär und der sieht richtig hungrig aus. Beide stolpern also aus diesem Zelt heraus, wollen sich in Sicherheit bringen und einer von denen hält ganz kurz an, kniet sich nochmal nieder und bindet sich die Schuhe nochmal so richtig feste zu. Der eine, der vorweggerannt ist, dreht sich um und sagt, ey, so bist du doch niemals schneller als der Bär. Sagt der Typ, der sich die Schuhe zugebunden hat, ich muss gar nicht schneller sein als der Bär, ich muss nur schneller sein als du. Und in dem Moment, wenn wir diejenigen sind, die sich jetzt die Schuhe zubinden, haben wir die Chance, schneller zu sein als der Bär? Nein, schneller zu sein als der Mitbewerber. Das ist unsere Herausforderung. Und dabei ist die große Frage, ob wir gegenüber unserem Team als Boss oder als Leader auftreten. Ne? Sind es die Ziele des Unternehmers? Sind es eure persönlichen egoistischen Ziele? Oder sind es Ziele, von denen auch eure Mitarbeiter etwas haben? Was haben eure Mitarbeiter davon, wenn sie euch auf dem Weg zum Managed Service Provider folgen? Könnt ihr das beantworten? Denn das ist die Frage, die die Mitarbeiter eigentlich beantwortet bekommen wollen. Was haben eure Mitarbeiter davon, wenn sie euch auf dem Weg zum Managed Service Provider folgen? Und jetzt können Mitarbeiter denken, in zwei Dimensionen. Sie können entweder im Ich denken oder sie können im Wir denken. Oder auf der anderen Achse, sie können denken in Interessen oder in Werten. Und wenn eure Mitarbeiter irgendwo in dieser Welt denken, nämlich im Ich, im Interessen und Hauptsache mir geht's gut und Hauptsache ich habe Spaß an der Arbeit, das sind Interessen, das sind Ich-Denken. In dem Moment, wenn ich im Wir denke und in Werten, dann bekommt eine Firma eine ganz neue Energie, eine ganz neue Dynamik und dann bündeln sich nämlich die Kräfte auch in eine Richtung. Ich muss also wegkommen vom Ich und hin zum Wir und weg von den Interessen und hin zu den Werten. Indem ich nämlich auf diese Art und Weise erreiche, ein Führen ohne Antreiben. Dass ihr wisst, eure Firma funktioniert genauso dynamisch mit genauso viel Energie, wenn ihr nicht da seid, als wenn ihr da wärt. Am besten wäre es, sie läuft sogar noch besser, wenn ihr nicht da seid. So, und die Herausforderung ist nachher, wie packt ihr jetzt die Ziele von jedem einzelnen Mitarbeiter dort rein, dass sie auch erreicht werden und trotzdem wird der gesamte Karren, die gesamte Firma in eine Richtung gezogen. Ich habe das immer so verglichen, als wäre unsere Firma hier so eine Bohrinsel oder so ein Tanker, sehr schwer manövrierbar und die Mitarbeiter sind so wie kleine Schlepperboote und jeder geht so ein bisschen in seine eigene Richtung, aber insgesamt ziehen sie den ganzen Karren in eine Richtung. Und deshalb gibt es jedes Jahr bei uns in der Firma immer einen Strategie-Workshop, wo wir uns dann zusammentreffen und wo die Mitarbeiter gemeinsam abstimmen, was sind denn eure persönlichen Ziele? Und dabei kommen so Sachen raus wie, ich möchte mehr Geld, ich möchte mehr Verantwortung. If you can't feed a pizza, nein, if you can't feed a team. With two pizzas, it's too large. Aussage von Jeff Bezos, dem Chef von Amazon, der gesagt hat, wenn ich mein Team nicht mit ein bis zwei Pizzen satt bekomme, dann habe ich zu viele in dem Team drin. Dann ist mein Team in einer Größe, das nicht mehr schlagkräftig ist. Also haben wir bei uns ein neues Modell aufgesetzt, das Modell des Köpfe-Teams, wo wir gesagt haben, wir nehmen maximal 3 bis 8 Mitarbeiter und wir machen keine hierarchischen Strukturen mehr, sondern wir lassen Mitarbeiter zusammenfinden, die generell auch ein Interesse haben, die Firma voranzubringen, die ein bestimmtes Thema haben, was ihnen besonders am Herzen liegt. Und dann gibt es Meetings, wo wir uns im Köpfe-Team treffen, ein bis zwei Monate, dann gibt es eine Agenda, wo es um Themen geht, die in der Priorität sortiert werden, maximal 90 Minuten Besprechung. Wir beginnen immer mit der To-Do vom letzten Mal und dann gibt es eine neue To-Do, mit der wir wieder rausgehen. Und diese Aufgaben werden dann immer so nach und nach verteilt und wir gehen dabei vor mit der sogenannten VAEB-Methode, wo wir unseren Mitarbeitern also Verantwortung übergeben. Dann gibt es also immer einen, der den Hut auf hat. Der darf sich nochmal 1 bis 2 Unterstützer dazu suchen. Hier waren so Themen wie Lagerhaltung optimieren, Schulung, Mitarbeitersensibilisierung, Managed Service Baukasten bei Ex-Arbeiters weiterentwickeln. Das ging immer so nach und nach. Und das Besondere war, dass die Mitarbeiter auf einmal ein Verantwortungsbewusstsein entwickelt hatten, was sie vorher so in der Form nicht hatten. Weil sie festgestellt haben, hey, ich kann selber was bewirken. Raus aus den starren Führungsmodellen, rein in agile Strukturen und die Kompetenz und die Eigenmotivation, die waren also viel, viel wichtiger als eben diese hierarchischen Strukturen. Und dann kommen wir an den Punkt an, dass ihr es gar nicht jedem recht machen müsst. Everybody's Darling ist everybody's Dad. Ihr müsst es doch auch gar nicht jedem eurer Kunden wirklich recht machen. Wie würde denn dein Unternehmen aussehen, wenn du noch alle Kunden der ersten Stunde hättest?
Stell dir vor, du hättest noch alle Kunden aus den ersten beiden Jahren. Am besten nur diese Kunden. Ja? Ja, ihr lacht, wie würde eure Firma dann aussehen? So, und was haben deine Mitarbeiter und du davon, wenn ihr erreichen wollt, dass jeder euer Kunde ist? Wenn ihr jeden als euren Kunden sehen wollt, ihr müsst es gar nicht jedem recht machen, sondern eher andersrum, mal die Denkweise zu haben, wie muss man sich denn bei euch bewerben, um bei euch überhaupt Kunde werden zu dürfen? Ja? Wer kommt denn bei euch durch das Wunschkundencasting? Na? Und da gibt es Kunden, die finden das nicht gut. Wer von euch hat das schon mal erlebt, dass Kunden gesagt haben, also das entwickelt sich bei ihnen aber gerade nicht zum Positiven? Wer hat das schon mal erlebt? Du hast dich aber verändert, sagte die Raupe zum Schmetterling. Du hast dich aber verändert, sagte die Raupe zum Schmetterling. Das heißt doch nicht, nur weil es dem Kunden nicht gefällt, dass ihr euch zurückentwickelt habt, kann auch andersrum sein. Halt es doch so wie Jack Welch, der ehemalige Chef von GE, der auch mal diese eine Regel festgelegt hat, die von Sternen und Zitronen. Also wähle doch selektiv die Kunden aus, die heute gar nicht mehr zu dir passen. Der Jack Welch hat mal so eine Regel aufgesetzt, das ist die 20-70-10-Regel, wo er gesagt hat, die besten 20%, die belohne ich, die streichle ich, die pflege ich. Die 70% dazwischen, die fördere ich und die schwächsten 10%, die schmeiße ich einfach raus. Lieber Kunde, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Morgen wird eine Kundennummer frei, nämlich Ihre. Ja? Wenn es am schönsten ist, sollte man einfach aufhören. Wie lange arbeiten wir schon zusammen? Heute mal nicht mitgerechnet. Das sind so Sätze, wo man auch ein Kundengespräch mit beginnen kann und sagen kann, jetzt passt ihr vielleicht einfach nicht mehr zu uns. Und einer der wichtigsten Punkte ist nachher, sich eigene Freiräume zu schaffen. Denn ihr persönlich braucht Zeit, um am Unternehmen und nicht im Unternehmen zu arbeiten. Schafft euch Freiräume durch eine Assistenz. Schafft euch Freiräume, indem ihr Zeit gewinnt für die wichtigste Aufgabe. Ihr müsst in den Strategien arbeiten. Strategiearbeit ist immer die Arbeit des Unternehmers. Und deshalb baut euch eine Assistenz auf. Und meine persönliche wichtigste Säule dafür ist jetzt seit mittlerweile 2010, also seit bisschen über neun Jahren bei mir, das ist meine Kollegin Margot, wird im nächsten Jahr 60 Jahre alt. Und ohne meine Margot könnte ich hier gar nicht stehen und nicht sagen, ich gucke mal eine ganze Woche lang keine Mails an. Also ganz wichtig, baut euch eine vernünftige Assistenz auf. Und als letzten Punkt, und dann sind wir auch im Zeitrahmen auch genau mit drin, was ist euer Warum hinter dem Warum? Was ist euer emotionales Ziel dahinter, Unternehmer zu sein? Warum habt ihr eure Firma begründet? Ich möchte nicht hören, ja, wir wollen wachsen, wir wollen Geld verdienen, wir wollen erfolgreich sein. Was ist das Warum hinter dem Warum? Was ist dein persönliches emotionales Ziel? Was ist dein emotionales Ziel, was sich jedes Mal aus dem Bett morgens um 5 raustritt, dass du deine eigene Arbeit kaum erwarten kannst? Ich war mal auf einem Wochenendseminar, wo es um Lebens- und Erfolgsziele ging. Ich habe da für mich so ein kleines Kärtchen bedruckt mit 5 persönlichen Zielen. Die trage ich immer bei mir in der Tasche. Und das hat mir persönlich so geholfen, dass ich 2 Jahre nach diesem Seminar alle diese 5 persönlichen Ziele, ob privat oder geschäftlich, alle erfolgreich umgesetzt habe. Denn in dem Moment, wenn es euch erstmal bewusst wird, was euer eigenes emotionales Ziel ist hinter der Firma, dann schaltet ihr in dem Moment auf Autopilot und dann läuft das alles von ganz allein. Also kann man dazu sagen, verliebe dich in das Ergebnis und überwindest die Hindernisse auf dem Weg dorthin. Verliebe dich in das Ergebnis und überwindest die Hindernisse auf dem Weg dorthin, damit du den Motor hast. Denn die Emotion schlägt immer den Verstand. Zusammengefasst meine 7 Punkte, meine persönliche Magic-Checkliste für das Thema Starten mit Managed Services. Also, erstens, Sales first. Erst verkaufen, dann bauen. Ja? Erstmal verkaufen, dann habt ihr den Druck, den ihr braucht. Verkauft doch erstmal 10 Managed Firewalls, dann habt ihr auf einmal genug Zeit, um die auch zu bauen. Ja? Und dann findet ihr auch die Zeit, um beim Lieferanten anzurufen, eine Lösung dahin zu packen. Ja? Weg mit dem Perfektionismus. Noch niemand ist durch Perfektionismus richtig, richtig erfolgreich geworden. Lege deine Angst vor Veränderung ab. Ja? Die Sache mit Raupe und Schmetterling. Ja? Für die Raupe ist es das Ende der Welt, die andere Hälfte nennt es Schmetterling. Und raus aus der klassischen Hierarchie, hierarchische Strukturen mit Vertriebsleiter, Technikleiter, Innendienstleiter, das ist alles zu langsam. Könnt ihr heute alles vergessen. Haben wir alles abgeschafft. Gibt es bei uns nicht mehr. Es gibt nur noch das Köpfeteam für die Führung. Dann mach es nicht jedem recht. Nicht jeder hat noch die Berechtigung, auch in Zukunft bei euch Kunde zu sein. Wenn ihr Managed Service Provider seid, dann verdient ihr auch Kunden, die Managed Service Provider wollen. Und
Schafft euch Freiräume, damit ihr auch die Zeit dafür habt. Baut euch eine Assistenz auf. Baut euch vielleicht später noch einen Geschäftsführer auf. Ihr braucht die Zeit, um am Unternehmen und weniger im Unternehmen zu arbeiten. Und das Wichtigste ist euer persönlicher Motor, indem ihr euch ein starkes emotionales Ziel bildet, mit dem ihr dann gemeinsam im Team durchstartet. Aber dass euch auch jede Nacht wieder um 5 Uhr aus dem Bett haut und sagt, ich habe heute richtig, richtig Bock zu arbeiten. Und dann schließt sich der Kreis, das Wichtigste ist nämlich, wer sich für seine Managed Services Version 1 nicht schämt, der hat zu lange gezögert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Erfolg! Dankeschön.